Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Präsentation einer wunderschönen Lok. Heute wieder eine Lok der Firma ESO und zwar ist es die Class 77 der MEG mit der Artikelnummer 31286. Ihr kennt unser Video schon mit der Class 66 von Rheincargo, jetzt also eine Class 77 der MEG. Vieles ist gleich, deswegen werden auch einige Sachen jetzt hier in diesem Video gekürzt, weil es ist einfach schlichtweg das Gleiche. Aber wir möchten natürlich hier auf das neue Modell auch eingehen und werden natürlich hier euch auch einmal die Unterschiede zeigen und natürlich auch das, was an der Lok hier besonders ist. Üblich werden wir gleich mit dem Modell loslegen, dann wird es in die freie Wildbahn gehen, dann werden wir uns die gesamten Sounds und Fahreigenschaften dieser Lok anhören, dann werde ich ein paar Informationen euch noch zum Vorbild präsentieren und ganz zum Schluss folgen dann noch ein paar Impressionen und mein Schlusswort. Also, der Plan steht, ich würde sagen, wir legen los. Ihr kennt unser Video von der Class 66 von ESO. Die Class 77 jetzt hier vor uns ist in vielen, vielen Dingen wirklich ähnlich. Deswegen wird auch das jetzt ein wenig gekürzt werden. Aber wir gehen natürlich auf die exklusiven Sachen hier an dieser Lok natürlich näher drauf ein. Geliefert wird sie genau wie die Class 66 in einer wunderschönen Box. Auch hier natürlich auf einen Kunststoffrahmen geschraubt, den man dann auch relativ leicht dann auch öffnen kann. Wir haben hier auch noch ähnlich wie bei der Class 66 oder genau wie bei der 66 einen Zugriffsbeutel. Da haben wir dann hier vorne die Bügelkupplung, die hier ebenfalls nicht verbaut ist. Wir haben hier eine Seite, die auch wieder vitrinenmäßig umgerüstet bzw. hergerichtet wurde. Dann haben wir noch die Ersatzleiste vorne. Wir haben Bremsschläuche und wir haben noch einen Kupplungsadapter, den man verbauen kann. Dann hat die Lok genau wie die Class 66 serienmäßig einen Schleifer verbaut, den man mit dem dazu gelieferten Werkzeug super easy in ein paar Sekunden abziehen kann. Wir haben unter der Lok auch wieder einen Umschalter, den man von AC auf DC umstellen kann und auch für das Einfüllen des Destillats auch wieder eine kleine Pipette mit an Bord. Thema Destillat. Da habe ich euch jetzt mal das von ESO hier einfach mal mit dazugestellt. Das ist nicht mit dabei, das ist separat erhältlich, natürlich auch bei uns im Shop unter der Artikelnummer 51990. Auch hier mit dabei ist unser bekanntes Heftchen, was wirklich keine Wünsche offen lässt. Wir haben alles schön farblich gestaltet. Hier vorne auch nochmal mit ein paar Informationen zum großen Vorbild. Dann geht es weiter hier auch mit dem Modell. Dann geht es weiter mit der Inbetriebnahme des Modells. Hier auch mit dem Lösen aus der Kartonage. Das ist wirklich sehr schön mit Bildern erklärt. Man wird hier nicht alleine gelassen von ESO. Alles ist wunderschön erklärt. Hier haben wir die Übersicht, hoppla, die Übersicht der gesamten Sounds, die Lok hat, beziehungsweise auch die Digitalfunktionen. Und hier hinten geht es dann weiter mit Wartung, Einfüllen des Destillats, mit den CV-Werten und so weiter und so weiter. Ganz hinten hat man dann auch nochmal Hilfe und Support von ESO. Wirklich sehr übersichtlich. Ja, ansonsten, was hat die Lok? Die Lok ist genau aufgebaut, auch wie die Class 66. Ich drehe die mal so, dann könnt ihr sie ein wenig von der Seite bewundern. Wir haben hier auch wieder einen Pufferkondensator verbaut, der ein ruckfreies Fahren über spannungslose Abschnitte ermöglicht. Wir haben einen Sounddecoder der neuesten Generation, einen V5 verbaut. Wir haben die komplette Ausstattung der Lok in LED-Technik. Wir haben Führerstandslicht, wir haben Führerpultlicht, wir haben Front- und Spitzen- bzw. Schluss- und Spitzenbeleuchtung auf beiden Seiten mit der Fahrtrichtung wechselnd und wir haben auch hier unten in den Drehgestellen LEDs verbaut, die dann beim Bremsen das Flackern wiedergeben. Auch hier ist natürlich ein getakteter Raucherzeuger mit an Bord. Hier vorne, wie gesagt, wird das Ganze dann auch mit Destillat befüllt und dieser Rauchgenerator taktet im Prinzip den Rauchausstoß mit dem Sound, der dann natürlich dazu abgespielt wird und das Ganze sieht wirklich sehr hervorragend aus. Wir haben hier die Lok komplett aus Metall bzw. Messing, was ein hohes Gewicht nach sich zieht, nämlich 590 Gramm, hat den Vorteil, dass wir wirklich, ich denke mal, sagen können, dass jeder Zug auf der Modelleisenbahn damit weggezogen werden kann. Die
Lock an sich ist wirklich eine sehr schöne Umsetzung der Class 77. Ich drehe die mal so hier um. Hier auf der anderen Seite ist dann halt auch die Kupplung schon direkt verbaut für den sofortigen Einsatz. Auf der anderen Seite, wo wir die Kulisse komplett geschlossen haben, sitzt natürlich auch der Lokführer. Hier bei der Class 66 wie auch bei der Class 77 sitzt der Lokführer auf der linken Seite, wie sonst eigentlich üblich auf der rechten Seite oder in der Mitte. Wie eben schon gesagt, hervorragend umgesetzt, wieder von ESO. Der große Unterschied, wir haben jetzt hier auf einer Seite, nämlich auf der linken Seite, drei Türen. Einmal die zwei Türen für den Zugang zu den jeweiligen Führerständen und wenn man zum Motor will, hat man hier in der Mitte nochmal eine separate Tür, die dann wirklich nur für den Motorraum ist. Bei der Class 66 hat man diese Tür nicht. Außerdem hat man auch hier bei ESO drauf geachtet, dass man halt hier die zusätzlichen Aggregate mit verbaut und wirklich sehr gut umsetzt. Die Bedruckung ist hier wirklich hervorragend gelungen, auch hier wieder sehr trennscharf. Unter den Führerstandsfenstern haben wir da auch wieder die Bedruckung hervorragend umgesetzt, hier am Tank ebenfalls. Wir haben die geänderten Lüftergitter, die sich hier wirklich etwas größer darstellen als bei der Class 66 und natürlich auch die Seitenwände, da die Lüfter, die sind ebenfalls ein wenig größer als bei der Class 66. Auch diese Lok lässt sich natürlich in ein paar Eckdaten fassen. Und zwar fangen wir vorne an. Wir haben hier ein Gehäuse und das Chassis aus Metall. Wir haben die kleinen Teile sowie aus Messing und Kunststoff separat angesetzt. Wir haben die Trittstufen aus Messing. Wir haben freistehende Griffstangen. Wir haben durchbrochene Dachlüftergitter. Wir haben gefederte Puffer. Kulissengeführte Kupplungsnormschächte auf beiden Seiten nach NEM 362. Wir haben einen fünfpoligen, schräg genudeten Hochleistungsmotor mit geräuschoptimiertem Kommutator mit zwei elektronisch gewuchteten Schwungmassen. Wir haben vier Achsen über Kardan und Schneckengetriebe angetrieben. Vier Haftreifen, Spitzenbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung, Führerpultbeleuchtung, Bremslichtflackern mit wartungsfreien warmweißen LEDs, die Steuerung durch den neuen ESO V5 Decoder, Kurvensensoren, die dann das Kurvenquietschen ermöglichen, das heißt die Kurvensensoren nehmen eine Fahrt durch Kurven wahr und lassen dann über den Sounddecoder das Kurvenquietschen abspielen. Das Powerpack, sprich der Speicherkondensator für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung, ist mit an Bord. Einen lastabhängigen, lüfterbasierten Raucherzeuger mit Temperaturregelung, einen Mindestradius 360 mm und eine Länge über Puffer von 247 mm. Ja, Freunde, also so viel dann zum Modell. Jetzt schauen wir uns das Modell in der freien Wildbahn an und hören uns natürlich auch alle Sounds und Digitalfunktionen schauen wir uns an und hören uns an. Und wir sehen uns hier gleich wieder. Viel Spaß!
Sehr verehrte Fahrgäste, bitte Vorsicht am Gleis 1. Ein Zug fährt durch. Gleis 23, bitte Vorsicht, der Zug fährt ab. Von Gleis 2 nach Gleis 101. Jawohl, hab verstanden. Machen wir weiter mit der Geschichte der Class 77. Und natürlich geht diese Lok aus der Class 66 heraus. Wir schreiben das Jahr 2009. Da ist es nämlich gewesen, dass EU-Richtlinien bezüglich der Abgasnormen weitere Zulassungen der Class 66 verboten haben. Und so hat man an einer abgasoptimierteren Class 66 gearbeitet. Außerdem hatte man bemängelt, dass die Geräuschkulisse im Führerstand wirklich enorm laut war. Das war relativ einfach zu erklären. Der Bauer hat hier sehr mit dem Material gespart. Dann hatte man in der Class 66 keine Vorwärmeanlage verbaut gehabt und so waren die Lokführer dann natürlich immer gezwungen, egal bei welchen Temperaturen, den Motor einfach starten zu müssen. Und jeder, der Diesel fährt, weiß, dass so ein Dieselmotor in Kaltstart nicht unbedingt gerne hat. Außerdem hat man auch neben der Schallisolierung und der Abgasoptimierung auch an einigen anderen Dingen gearbeitet. Und zwar hat man bei den Mehreinbauten ein Mehrgewicht von ungefähr 5 Tonnen erreicht. Das musste man irgendwie wieder ausgleichen, denn die eigentliche Lok sollte gleich bleiben. Das heißt, die Motorisierung, die Ausstattung etc., die sollten alle gleich bleiben. Und so entschied man sich, am Sprit etwas einzusparen. Und man hat einfach 1400 Liter Sprit weggenommen und konnte damit dann diese 5 Tonnen dann prima ausgleichen und somit hatte man im Prinzip das fast identische Leistungsprofil der Class 66.
Auffällig hier bei der Class 77 ist, wie ich eben schon sagte, die dritte Tür hier auf der Seite. Das hat den Hintergrund, da man durch Umbauten keinen durchgängigen Seitengang mehr hatte und deswegen musste man irgendwie an den Motor ran und so hat man sich dann für eine dritte Tür entschieden, worüber man dann wieder natürlich alle Aggregate dann erreichen konnte. Aufgrund der Änderungen der Bauten hat man natürlich auch größere Lüftermengen gebraucht. Man hat hier oben im Dach ein wesentlich größeres Lüfterband eingebaut, wie hier auch an den Seiten. Einmal hier, einmal hier. Die gehen jetzt von ganz oben bis unten zum Träger, wobei man bei der Class 66 hier etwas kleinere Lüfterjalousien vorfindet. Die Bezeichnung dieser Lok hat man ein wenig abgeändert und zwar trägt diese Lok die Bezeichnung JT42CWRM, wobei das M für modifiziert steht. Modifiziert hat man natürlich auch hier die Dachaufbauten, man hat natürlich auch den Führerständen eine Klimaanlage spendiert und wie auch bei der Class 66 sitzt natürlich der Lokführer hier auf der linken Seite. Ich selber bin Lokführer, habe diese Loks auch selber gefahren und ich kann euch sagen, es ist wirklich ein Abenteuer mit diesen Loks zu fahren. Nicht nur die Umstellung, dass man auf der linken Seite sitzt, sondern halt auch, man sitzt vorne ein wenig eingeengt, man sitzt ähnlich wie in einem Cockpit und es ist alles ein wenig anders aufgebaut als unsere deutschen Lokomotiven. Also es ist wirklich ein Highlight, mit dieser Lok zu fahren. Es ist eigentlich eine schwere kanadische Güterzuglokomotive mit 6 Achsen, ist dann aber auch hier zu uns nach Deutschland gekommen. Man kann sagen, sie hat hier wirklich Erfolge gefeiert, die Class 66 wie auch die Class 77. Ja, Freunde. Das soll es erstmal zum Vorbild gewesen sein. Hier geht es jetzt noch weiter mit ein paar Impressionen und dann sehen wir uns gleich wieder zum Schlusswort.
Und das war es auch schon wieder mit unserer kleinen Präsentation. Falls ihr noch mehr zur Geschichte der Class hier haben wollt, könnt ihr natürlich euch gerne das Video zur Class 66 noch anschauen. Da gehen wir ein wenig genauer und ein wenig detaillierter auf die Geschichte dieser Lok ein. Sollten eurerseits jetzt noch Fragen auf sein, gerne hier die Kommentarfunktion nutzen oder uns eine E-Mail schreiben. Wir werden uns natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Wollt ihr die Lok haben? Kein Problem. Einfach unseren Online-Shop besuchen und euch dort diese Lok in den Warenkorb legen. Die Lok gibt es natürlich genauso wie die Class 66 auch in anderen Farbvarianten. Wir sehen uns hoffentlich wieder beim nächsten Mal. Bleibt gesund und tschüss. Halt! Bevor ihr abschaltet, habt ihr unseren Kanal schon abonniert, um kein neues Video zu verpassen? Gerne jetzt abonnieren und auch eine Info, es gibt auch noch jede Menge andere interessante Videos, die ihr euch unbedingt mal anschauen sollt.